Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zum heutigen Stream. Heute haben wir das Thema, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst und stärkst. Und habe euch da ein paar Tipps mitgebracht, die ihr euch wie immer sehr gerne mitschreiben dürft, ne? Also Block bereitlegen, Stift bereitlegen, Tipps mitschreiben, Tipps anwenden. Nächste Woche ins Stream kommen, berichten, wie es gelaufen ist. Und dann bei Schnucki liegt schon Papier und Stift bereit. Super, super, super. Sehr gut, sehr gut. Wer ist denn jetzt hier ganz, ganz neu mit dabei und war noch nie hier im Stream? Wer ist ganz, ganz neu? Der Nico? Franzi. Valentina, René. Ja, schön, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Marco, du auch. Dennis, okay. Leute, ihr wisst, was heute passiert. Guckt mal auf die Fabos. Was sprengen wir heute? Ich schwöre es euch, wir sprengen jetzt gleich die 11.000. Für alle, die jetzt neu mit dabei sind, dürft ihr gerne hier oben mal in dem Bereich auf Sternchen klicken, wo Flirt Coach Julia Mattes steht, wie Sporty das gemacht hat. Oder René oder Michael oder Makoto, ganz genau. Und dann dürft ihr hier mal draufklicken und den Favo hinterlassen. Das bedeutet, dass du immer eine Stunde vorher, manchmal auch nochmal 5 Minuten vorher Bescheid bekommst, wenn ich hier donnerstags um 20.15 Uhr für euch da bin. Und wenn ihr hier draufklickt, bei den Favorisieren, so nennt sich das hier auf LAVOU, dann kriegst du eine Nachricht, eine Pop-up. Wichtig ist, dass du die auch aktivierst. Und wenn du sie aktivierst, dann schreibe ich dir, wie gesagt, in dieser Nachricht immer das Thema rein. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bist du herzlich willkommen. Dann hüpfst du hier einfach mit in den Stream. Und wenn du das Gefühl hast, ich finde es geil, das Thema, aber, Dankeschön, Mirko, ich habe keine Zeit, ich habe Schichtdienst, ich muss los. Wie kann ich mir das nochmal anschauen? Dann könnt ihr euch demnächst auch alle Folgen nochmal auf YouTube anschauen. Gibst du beim YouTube, im YouTube-Suchfeld einfach LAVOU und Flirt Coach Julia Mattes ein. Und dann siehst du ganz, ganz viele Streams, die wir schon gemacht haben, zu den verschiedensten Themen. Und da ist sicherlich ganz, ganz viel wertvolles Wissen für dich mit dabei, was dir weiterhilft, erfolgreicher hier zu werden auf LAVOU und auch draußen im echten Leben, wenn es darum geht, Frauen anzusprechen, Männern Flirtsignale zu senden. Also sehr, sehr gerne schau dich da einfach um. Und heute machen wir das Thema Selbstbewusstsein. So, ihr Lieben, wir starten mal. Selbstbewusstsein. Schreibt doch mal unten in den Stream rein, was das allererste ist, was dir dazu einfällt, wenn du an das Wort, die Bedeutung, so Selbstbewusstsein denkst. Was fällt dir so als erstes dazu ein? Schreib es mal unten in den Stream. Was fällt dir ein, wenn du das Wort Selbstbewusstsein hörst? Was verstehst du darunter? Mutig sein, Stärke, Selbstsicherheit, aufrechter Gang, seiner Selbstbewusstsein, Sandra, genau, Charakter, Körperhaltung, ich bin ich selbst wahrscheinlich, Valentina, Meinung sagen können, sicheres Auftreten, aufstehen, Schulter nach hinten, Pobacken zusammen, Schnucki, cool. Sich selbst wertschätzen, ja, selbstsicher auftreten, an sich selber glauben. Blickkontakt halten, meinst du wahrscheinlich, Chris, genau. Oder Blickkontakt. So zu sein, wie wenn ich mit meinem Hund Sport mache, okay. Sehr gut. Ja, habt da ganz super Sachen reingeschrieben. Mit dir zu flirten. Ja, überhaupt zu flirten, ne? Wenn es einem egal ist, was andere von einem halten. Menschen zuzugehen, ohne Zweifel zu haben. Ja, da seid ihr schon richtig auf dem richtigen Dampfer. Genau. Also Selbstbewusstsein, hab das sehr schön schon auch selber reingeschrieben, hat immer damit zu tun, sich seiner selbst, ich mir, bewusst zu sein und zu wissen, was sind so meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Ja, sich gut zu kennen, die eigenen Marotten zu kennen und sich trotzdem zu mögen und zu sagen, ja, und das macht mich aus. Ja. Das ist das Selbstbewusstsein. Julius, die meisten können nichts. Ja.
Aber die anderen nicht runterzumachen, das ist auch selbstbewusst. Andere runtermachen und zu sagen, die können nichts. 11.000! Wusste ich doch, dass wir es schaffen. Mit euch zusammen. Ihr seid ja klasse. Wahnsinn. Jetzt, was für eine riesen Community sind wir denn jetzt schon? Schreibt mal ein Herzchen rein unten ins Stream. Machen wir mal ein Herz-Spam hier für alle, die jetzt hier gerade mit da sind. Ach, und es gibt sogar was zu naschen. Ihr wollt nur, dass ich dick werde. Ich weiß, ich weiß. Ihr wollt mich mästen mit euren Süßigkeiten und Pizza und was ihr mir immer schickt. Ach, wie toll. Also, herzlich willkommen für alle, die hier ganz neu mit dabei sind und sich jetzt wundern, warum hier Herzchen kommen. Herzchen gibt es jetzt, weil wir 11.000 und einer sind. Und die Community immer weiter wächst und das Interesse scheinbar auch immer größer wird, was euch interessiert, was ihr gerne wissen möchtet. Zum Thema Flirten, Daten, Verlieben. Hier auf LAVOU bin ich ja jeden Donnerstag für euch da. Immer zu unterschiedlichen Themen. Und dann schauen wir mal, wie wir heute das Thema Selbstbewusstsein stärken, uns besser anschauen oder noch mehr anschauen. Sing für uns. Ich kann nicht singen. Tut mir leid. Tut mir leid. Was hat Sefki gerade für eine selbstbewusste Sache gemacht? Schreib es mal unten rein. Was hast du gerade für eine selbstbewusste Sache gemacht? Ich trete hier nicht an, um für euch zu singen. Nee, nee. Das machen die, die es können. Selbstbewusst ist man automatisch, wenn man sich selbst liebt. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja, sehr schön. Also, sich seiner selbst bewusst zu sein, die eigenen Stärken zu kennen. Hallo Elias, die eigenen, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst, ist unser Thema heute. Und darum wird es heute gehen. Und genau, schreibt doch mal bitte in den Stream. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. In den Stream, was war das Letzte, was du getan hast, wo du ein bisschen mutig sein musstest und dich erst nicht so richtig getraut hast? Schreib es mal rein. Was war das? Was hast du als letztes gemacht, wo du dich erst nicht getraut hast und dann doch mutig warst? Eine Meinung gesagt. Vortrag vor 16 Leuten, Tino. 60 Leuten, Wahnsinn. Eine Frau ansprechen, dann die Abfuhr bekommen. Aber oh, du hast dich getraut, René. Über negative Themen geredet, okay. Also Sachen gesagt, die du dich sonst nicht trauen würdest, Robin. Meiner Mutter die Meinung gesagt, das erfordert Mut, das auch liebevoll zu machen. Das ist ja immer nochmal der Unterschied. Eine Freundin gesagt, dass ihr Freund untreu ist. Michael, ui. Auf Sex hingedeutet. Um eine Gehaltserhöhung gebeten, Sandra. Sehr cool. Hast du auch bekommen? Arbeitskollegin, Feuer gegeben. Okay. Die süße Kellnerin im Restaurant angesprochen. Ach, geil. Vom Teppichboden springen. Oh. Ja, Wahnsinn. Cool. Also, ihr habt schon viele Dinge gemacht, die ihr euch vorher vielleicht nicht so. Hallo, Topolina. Die ihr euch vorher vielleicht nicht so getraut habt. Topo. Ja. Hallo, hallo. Und das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Zu sagen, ich traue mich etwas, was ich mich vorher noch nicht getraut habe und wachse über mich hinaus. Also das ist ja auch etwas, ne? Das ist auch ganz wichtig. Und der erste Tipp, den ich euch jetzt mitgebracht habe zum Thema Selbstbewusstsein, wie du das stärken kannst, dein Selbstbewusstsein, Dankeschön, Dankeschön, ist tatsächlich, ich hab das mal hier aufgeschrieben, die Punkte. Oh, danke für die Pilze hier. Und schau jetzt mal, welches Thema oder welcher Tipp jetzt am besten vielleicht passt. Doch, das finde ich ganz gut. Den ersten Tipp. Den ersten Tipp, den ich mir hier für euch notiert habe. Der erste Tipp, um selbstbewusster zu werden, ist tatsächlich, keine Angst vor Fehlern zu haben. Schreibt euch das schon mal gleich auf hier. Keine Angst vor Fehlern zu haben. Was ist damit gemeint? Keine Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Danke, danke. Oft trauen wir uns ja Dinge nicht. Nobody's perfect, Topolina, ganz genau. Oft trauen wir uns ja nicht, weil wir Angst haben, etwas falsch zu machen. Wir haben Angst, etwas falsch zu machen. Und deswegen trauen wir uns nicht.
anstatt sich einfach zu sagen, ich kann nichts falsch machen. Und wenn ich etwas das allererste Mal mache, was ich vorher noch nie gemacht habe, dann habe ich auch noch keine Erfahrung gesammelt. Und das muss ich ja erst mal. Also ein bisschen liebevoller mit dir selber zu sein. Und zu sagen, ich mache etwas halt zum allerersten Mal. Und dann hat man entweder so ein Ergebnis, mit dem man zufrieden ist, oder man hat ein Ergebnis, mit dem man noch nicht zufrieden ist. Aber man hat es einmal ausprobiert und dann kann man nachjustieren und es beim nächsten Mal vielleicht anders machen oder ein bisschen verfeinern. Ne? Und das ist wichtig und nicht als Fehler zu sehen, sondern eine Erfahrung, die du machst. Und wir sind aber so getrimmt, ne? Wir kennen das ja aus der Schule, was richtig und was falsch ist und was gut und was schlecht ist und was Spaß und was weiß ist. Dankeschön. Ne? Und da sind wir natürlich schon sehr getrimmt auf diese Fehlerkultur und oh, wenn einer was falsch macht, dann sagen wir dem das und da, 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 da. Dann traut man sich ja schon gar nicht mehr, irgendwas auszuprobieren, weil man Angst hat, dass die anderen einem schon gleich das vorhalten, wenn man etwas vielleicht nicht beim ersten Mal super macht, ja, weil man es eben das erste Mal macht. Ne? Also deshalb traut euch. Wir müssen Dinge immer das allererste Mal machen. Man muss einfach etwas mal ausprobieren. Und dann hat man die Erfahrung gemacht. Dann sieht man, wie der andere reagiert, wie es einem selber damit geht. Und dann kann man das auch anpassen. Danke, danke, danke. Mensch, ihr wollt, dass ich hier dick werde mit der Aubergine. In welche Richtung auch immer. Pizza und aus Fehlern lernt man. Oder aus Erfahrungen. Ersetzt doch mal das Wort Fehler durch das Wort Erfahrung. Du machst eine Erfahrung und hinterher entscheidest du, würde ich das nochmal so machen oder würde ich es nicht nochmal so machen? Hi Flo! Und wenn man merkt, Mensch, eine Strategie funktioniert irgendwie nicht so richtig, dann muss ich halt lernen, etwas, mir Infos reinzuholen, Wissen anzueignen. So wie ihr jetzt auch hier seid im Stream, mir eure Zeit schenkt, ich euch mein Wissen und meine Zeit schenke und wir gegenseitig hier was lernen. Das ist super wertvoll. Also, heute das Thema, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst. Und Selbstbewusstsein ist super, super wichtig, wenn man erfolgreich sein möchte in der Kommunikation mit anderen Menschen, ob das auf der Arbeit ist, ob das in Freundschaften ist, ja, ob das beim Kennenlernen ist, das ist so oder so wichtig. Ja, also sich seiner selbst bewusst zu sein. Tipp Nummer eins: sich Fehler zugestehen und sagen, alles okay, Fehler darf man machen. Ja, genau. Ach, danke, Topolina. So, wer ist jetzt gerade ganz neu mit dabei in den letzten 5 Minuten mit dazugekommen? In den letzten 5 Minuten. Ich, Emanuel, Elias ist klar. Was machen alle die, die ganz, ganz neu mit dabei sind und noch nie bei der Julia hier im Stream waren? Die müssen keine Geschenke schicken. Braucht ihr bei mir nicht, ist trotzdem schön, aber ist kein Muss. Ich freue mich, wenn ihr hier den Favo klickt. Und euch immer auf dem Laufenden haltet und in den Stream kommt, das Wissen mitnehmt, davon profitiert, wenn ihr das ausprobiert, die Tipps, die ich euch gebe, wenn ihr erfolgreicher dadurch werdet, wenn ihr Spaß mehr im Leben habt und wenn ihr merkt, oh, voll cool, es funktioniert, dann freue ich mich. Das ist doch super. Dafür bin ich ja hier für euch da. Ja? Alles super, Manu, auch wenn du ganz neu bist, nur zuhören kannst, das passt. Nicht jeder muss unten mitschreiben. Genießt auch einfach das, was hier an Infos kommen. Und ich weiß das ja. Ich liege ja ganz oft sind ja Leute, die das Handy anhaben. Und ich weiß ja, dass ich bei euch manchmal beim Kochen mit dabei stehe, während ihr am Kochen seid und euch die Tipps holt. Also daher macht das mal so, wie ihr das wollt. Manche auch beim Autofahren und wie ihr mögt. Schade, dass sie noch nur donnerstags hier sind, Kevin. Also für alle, die jetzt das erste Mal da sind, ja, immer donnerstags 20:15 Uhr. Und für alle anderen, die sagen, Julia, ich habe ein konkretes Anliegen, das will ich auf keinen Fall jetzt hier im Stream bei über 3.500 Leuten reinschreiben, das geht die gar nichts an. Und ich möchte gerne von dir als Profi da mal eine Meinung dazu haben und das ganz in Ruhe. Dass wir da mal drüber sprechen können, wie du mir da vielleicht weiterhelfen kannst, dann geht das auch.
Das wisst ihr ja. Für alle, die öfters im Stream sind, wisst das. Viele von euch haben es auch schon wahrgenommen. Und du hast auch die Möglichkeit heute sehr, sehr gerne, wenn du willst, ich biete es dir an, kannst du sehr gerne auf meine Homepage gehen. Ich glaube, ich zeige euch einfach mal kurz die Homepage. Ihr wisst es ja schon. Macht einfach jetzt einen Screenshot. Und wenn ihr den Screenshot gemacht habt, geht ihr nachher um 8:45 einfach auf meine Seite www.julia-mattes.de und dann klickt ihr einfach oben drauf auf kostenfreies Erstgespräch, ist wirklich 100% kostenfrei. Ihr klickt da einfach nur drauf und dann melde ich mich bei euch. Wichtig, auch da sein, wenn ihr euch in meinem Terminkalender einen Termin raussucht, wann ich euch anrufe, damit wir sprechen miteinander und ich euch weiterhelfen kann, ist schon gut, wenn ihr dann auch da seid und erreichbar seid und Zeit habt, weil ich nehme mir die Zeit, dann nimmst du dir auch die Zeit und dann helfe ich dir auch wirklich sehr, sehr gerne weiter. Ja? Also den Weg könnt ihr auch gehen und dann freue ich mich, wenn wir uns dann live echt am Telefon haben und nicht nur hier im Stream. So, super Daniel, dann sehen wir uns am Montag, 18:30 Uhr, freue ich mich, sehr schön. Also, wie du selbstbewusster wirst und dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Was glaubst du denn, was ist das, die Kehrseite, wenn man kein Selbstbewusstsein hat? Schreib es mal in den Stream. Was glaubst du, was passiert, wenn man kein Selbstbewusstsein hat oder wenig Selbstbewusstsein hat? Was glaubst du? Schreib es mal unten in den Stream rein, was du denkst, was dann passiert. Cringe, man verschließt sich, Minderwertigkeitsgefühle, langsam. Unsicherheit, wird man schwach eingestuft, Unsicherheit, schlechte Erfahrung, man ist planlos, keine Ausstrahlung, man ist zurückhaltend, Depression, man ist sich in sich selber unzufrieden, man zieht das Unheil an, man neigt zu Betäubungsmitteln, auch das. Andere entscheiden über einen, man wird schüchtern. Absolut, absolut. Man glaubt nicht an sich selbst und wird nie erreichen, was man möchte. Schüchtern, Ziel fehlt. Absolut. Man ist ein Spielball für andere. Massiver Erfolg, beziehungsweise passiver oder kein Erfolg. Oder massiver Misserfolg, würde ich eher sagen. Man bleibt zu Hause und zieht sich von der Außenwelt zurück. Ja, also absolut. Da seid ihr schon auf dem richtigen Dampfer. Und jeder von uns hat das da schon mal erlebt. Jeder von uns. Ich habe das schon erlebt, wo man wenig Selbstbewusstsein hatte. Ihr habt das auch in verschiedenen Varianten auch schon durch. Wir kennen das doch alle. Da sitzen wir doch alle in einem Boot. Aber die gute Nachricht ist, es muss ja nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Also wenn du dich gerade unsicher fühlst, nicht selbstbewusst, wenn du nicht genau weißt, scheiße, wie packe ich denn das jetzt an? Dann ist es ja so, das muss ja... Hallo Roberto! Hallo Roberto! Hey, hey! Das muss ja nicht so bleiben. Man kann das entwickeln. Ein Selbstbewusstsein kann man entwickeln. Das nennt sich dann Persönlichkeitsentwicklung. Man entwickelt seine Persönlichkeit weiter. Man ist ja nicht fertig, wenn man aus der Schule kommt oder aus der Ausbildung oder aus dem Studium. Das heißt ja nicht, dass dann man ein fertiger Mensch ist und alles kann und so bleiben muss, wie man bisher ist. Das ist ja totaler Quatsch. Sondern das Leben ist ja ein ständiger weiterer Prozess. Ne? Wir lernen ja immer was Neues mit dazu. Auch Humor kann man lernen, Robin. Wenn man humorlos ist, auch das kann man lernen. Und ist gar nicht so schwer. Ja? Und wenn du selber merkst, scheiße, wie Daniel jetzt, mein Selbstbewusstsein ist echt bei null im Moment. Dann gilt für euch Tipp 2. Mitschreiben, Tipp 2. Setze dir kleine Ziele. Kleine Ziele, die du auch erreichen kannst. Also, setze dir kleine Ziele, die du auch erreichen kannst. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn es ein Mädel gibt oder einen Typen, den du richtig toll und richtig hot und richtig geil findest. Oder den siehst, ja, in der Bahn zum Beispiel oder im Supermarkt oder hier auf Labu. Und du denkst, ach du meine Güte, den finde ich richtig, richtig cool. Aber dich nicht traust, den anzusprechen. Ja, weil das Selbstbewusstsein noch nicht so da ist. Dann fängst du ja an, dir einen riesen Druck zu machen. Sagen, oh Gott, da steht sie jetzt, da ist sie. Oder ich sehe sie hier auf Lavoux. Wie schreibe ich die an? Und dann macht man manchmal so einen Schnellschuss.
Und der Schnellschuss geht halt manchmal auch in die Hose. Und ihr wisst das ja, wenn man hier jetzt jemanden anschreibt und man der Icebreaker abgelehnt wird, hat man nicht unbedingt nochmal eine zweite Chance. Und da macht es natürlich Sinn, erstmal in kleinen, kleinen Schritten zu üben. Und nicht gleich an der Frau oder an dem Mann, den ich super, super toll finde, wo ich dann so Angst habe, wenn ich, dass ich da versagen könnte oder was falsch machen könnte. Oder tatsächlich den Schuss versenke in die falsche Richtung dann. Deswegen macht es Sinn, in kleinen Schritten das mal zu üben erstmal. Das ist wirklich mein Top-Tipp für euch heute. Tipp Nummer zwei, kleine Ziele setzen. Und wenn du ein kleines Ziel auch erreichst, dann bist du, habe ich geschafft, bist du stolz auf dich. Sagst du, ja, yeah, geil, cool. Und dann steigt dein Selbstbewusstsein, weil du sagst, Mensch, das habe ich schon hingekriegt. Ja? Wer kann damit schon mal was anfangen? Schreib mal eine Eins ins Stream, wenn du sagst, ja, damit kann ich schon was anfangen. Macht irgendwie Sinn. Kann ich nachvollziehen. Okay. Okay, also in kleinen Schritten üben. Wenn es dir super schwer fällt, auf Menschen Kontakt aufzubauen, auf Menschen zuzugehen, Freundschaften zu knüpfen, überhaupt mit Menschen zu sprechen, weil du sagst, oh, ich weiß nicht, wie das geht, wie soll ich das machen, mir fällt nie die richtigen Worte ein, was soll ich bloß machen, was soll ich bloß sagen, oder lass ich es lieber. Dann macht es Sinn, einfach mal zu sagen, okay, meine erste Übung ist nicht, auf jemanden zuzugehen und gleich zuzuquatschen. Das überfordert mich ja. Sondern ich mache vielleicht erstmal Blickkontakt, ich gucke mal, wie man zurückschaut, schenke mal ein Lächeln, natürlich ohne Maske, und guck einfach mal, was passiert, ohne mich selbst zu bewerten, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe. Sondern einfach zu sagen, eine Erfahrung ist das. Hey, der Hesse, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Also, kleine Ziele setzen, Ziele erreichen, dann die nächsten Ziele setzen und so langsam steigern, steigern, steigern. Aber im ersten Schritt erstmal positive Rückmeldung bekommen, damit das Selbstbewusstsein, was meistens erstmal ja, sehr klein ist, überhaupt erstmal wachsen kann. Okay? So, meine Güte, wir wachsen und gedeihen hier. Schön, dass ihr alle da seid. Nochmal ein dickes Hallo an alle, die jetzt ganz neu mit dazugekommen sind und für alle, die ganz frisch hier im Stream sind. Herzlich willkommen. Ich bin Julia Mattes. Ich bin jeden Donnerstag für dich hier um 20:15 Uhr, um dir deine Fragen zum Flirten, Daten, Verlieben zu beantworten. Ich habe immer ein Thema mit dabei, um das es geht. Heute das Thema, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst. Ich denke, das ist für uns alle interessant. Auch für die, die meistens denken, boah, ich habe schon volles Selbstbewusstsein. Gerade für die, wie man echtes Selbstbewusstsein sich aufbaut. Also, für alle, die ganz, ganz neu mit dabei sind, ihr dürft gerne mal hier oben auf das Sternchen klicken, wo Flirtcoach Julia Mattes steht. Hier oben in dem Bereich müsste das bei euch sein. Danke, danke für die Süßigkeit. Ich werde nur dick. David, Stefan, Fabi. Flitzpiepe, ihr habt das alles gefunden, genau hier oben. Die 11.000 haben wir heute geknackt. Hier dürft ihr draufklicken. Und dann freue ich mich, wenn ihr mit in der Community hier mit dabei seid, immer donnerstags mit dabei seid, die Tipps, die ich gebe, mitschreibt und euch das ausprobiert und erfolgreich werdet und mehr Spaß habt und einfach unter anderem auch selbstbewusster werdet. Ja, also deswegen bin ich hier und ich freue mich, dass du da bist. Für alle, die sagen, Mensch, jetzt habe ich aber noch eine Frage zum Thema Icebreaker oder Mensch, wie kann ich mein Profil aufpimpen? Wie mache ich das? Da haben wir schon ganz, ganz viele Streams dazu gemacht. Die findest du, wenn du bei YouTube reingehst, einfach ins Suchfeld YouTube und dann LaVou Flirt Coach Julia Mattes eingibst und dann siehst du die Streams, die bisher gewesen sind. Noch nicht ganz alle, aber aus den letzten Monaten auf jeden Fall. Und da waren schon ganz, ganz viele mit dabei. Also, dann schaust du da gerne einfach nochmal rein. Für alle anderen, ihr dürft mir auch gerne, wenn ihr möchtet, auf Instagram folgen. Einfach Flirtcoach Julia Mattes. Dann sind wir auch connect auf Instagram, wenn der eine oder andere von euch das hat und da Bock drauf hat und Lust drauf hat. Und für alle anderen, die sagen, Julia,
Ich will mir jetzt keinen Stream bei YouTube angucken. Und ich habe sowieso so eine konkrete Frage, und hier sind so viele Fragen. Keine Ahnung, Hilfe. Kannst du mir die mal bitte beantworten? Julia Mattes Airline. Dann ist das Beste, Marc hat es gerade gepostet. Dann könnt ihr sehr gerne auf meine Seite gehen. Mach einfach einen Screenshot jetzt hier davon und geh um 8:45, wenn wir hier durch sind, gerne auf meine Seite www.julia-mattes.de. Und dann wirst du sehen, da gibt es so einen kleinen Button. Jetzt Erstgespräch vereinbaren. 100% kostenlos, versprochen. Und dann telefonieren wir miteinander. Also ich rufe dich an übers Telefon, ja, das Telefon nicht dann wegdrücken und sagen, wer bist denn du? Sondern du hast dich eingetragen und hier ist diejenige, die dich jetzt anruft, um dir weiterzuhelfen. Also für alle, die ein konkretes Anliegen haben, eine konkrete Frage haben, nicht weiterkommen, ein Problem haben, und wo du sagst, keine Ahnung, ich kriege keine Antworten auf meine Icebreaker oder ich ziehe immer die falschen Frauen an, ich weiß nicht, woran das liegt, es interessieren sich immer nicht. Immer die, die ich eigentlich gar nicht haben will. Oder ich möchte mit meiner Ex-Partnerin wieder zusammenkommen. Wie stelle ich das denn bitte schön an? Wie kriege ich das hin? Oder vielleicht hast du auch eine Frage, dass du sagst, keine Ahnung, ich bin so schüchtern, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt auf eine Frau zugehen soll. Wie soll ich so ein Gespräch am Laufen halten? Ich habe keine Ahnung, wie mache ich das? Und außerdem war ich auch schon immer schüchtern und weiß gar nicht, wie es funktioniert. Dann sehr gerne. Dann war das der Aufruf für dich jetzt, dich hier einzutragen. Und dann schauen wir mal, wie wir das lösen können, dass du da erfolgreicher wirst. Okay? So, für alle, die die Tipps mitgeschrieben haben, Tipp 1 und Tipp 2 habt ihr euch schon notiert. Also Tipp 1, wie du mehr Selbstbewusstsein bekommst, ist, dass du dir Fehler zugestehst. Nobody's perfect. Du darfst auch einen Fehler machen, weil ein Fehler ist kein Fehler, sondern eine Erfahrung, die wir machen. Tipp Nummer 2, kleine Ziele setzen, die du auch erreichen kannst, um dein Selbstbewusstsein zu stärken und langsam dann steigern das Ziel. Ja? Damit du nicht gleich wieder frustriert bist, wenn es nicht funktioniert und Kopf in den Sand steckst. Das sind kleine Ziele. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3. Dir selbst mal ein Kompliment zu machen. Dir selbst mal ein Kompliment zu machen. Für was würdest du dir ein Kompliment machen? Schreib's mal im Stream. Ich bin schön, ich bin der Geilste. Komm, schreibt mal die Komplimente, die ihr euch selber gebt, mal unten in den Stream rein. Los geht's. Für meine Geduld. Wie würdest du formulieren, Roberto? Ich habe super Geduld. Wie würdest du es formulieren? Meine Augen, mein Hintern. Ich habe wundervolle Augen, cool, ich bin mega. Ja, ich habe den größten, okay. Meine braunen Augen. Ich habe auch noch einen großen Menschen. Wir haben alle den größten Schwanz, genau. Du bist verdammt stark, würde ich zu mir sagen. Ja, super Grin, super, super nett. Handwerkliches Geschick, gut zuhören. Ich bin stolz, was ich erreicht habe. Tolle Augen. Ich finde es toll, dass ich so geduldig bin. Ja, super, genau. Ich habe die Haare schön, meine körperliche Fitness. Ich habe mit Hilfe ein Haus gebaut. Wow, ich bin ein herzensguter Mensch mit tollen Augen, einem liebevollen Charakter. Ja, für meine geschaffte Arbeit. Super. Ich komme immer zu spät. Ja, dafür kann man sich auch mal Kompliment machen. Ich bin der, der nicht immer zu früh kommt. Ich komme immer zu spät. Super. Zu viel erreicht. Perfekt. Ach, ihr seid klasse. Wie fühlt sich das an? Schreib es mal rein, wenn du dir selbst so ein Kompliment machst. Und wirklich auch ein Kompliment, wo du es dann auch ehrlich meinst, wo du sagst, hey, das finde ich wirklich richtig cool an mir. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht so gut an? Schreib es mal unten rein. Wie fühlt sich das an? Super. Ich bin hilfsbereit. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin der Mike aus Jürgen. Ja. Super positiv überrascht. Kein Ausschlag. Skurril, fremd, aber schön. Das ist sehr schön. Ja, super. Und darum geht es, dir selber ein Kompliment zu machen. Selbst mit dir gut zu sein. Selbst mit dir liebevoll zu sein. Und für alle, die das gerade antriggert, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Dann darfst du dir gerade umso mehr ein Kompliment machen. Also für alle die, die so auf Ablehnung jetzt gerade gehen oder bewirkt bei mir gar nichts. Umso wichtiger ist es, genau diese Übung zu machen. Also,
Wichtig ist, sich selbst erstmal gut zu fühlen, mit sich selbst lieb zu sein, liebevoll zu sein, Selbstfürsorge zu betreiben, sich wichtig zu nehmen und sich auch Kompliment zu machen. Und das stärkt unser Selbstbewusstsein. Weil wenn ich mir ein Kompliment mache, dann mache ich das ja zu etwas, wo ich mir bewusst bin, dass ich darin gut bin oder dass das irgendwie schön ist oder dass ich eine bestimmte Eigenschaft habe, die ich an mir selbst feiere und an mir selbst gut finde. Ja? Also, ihr Lieben, selbst Komplimente zu machen. Und ganz oft erwarten wir ja von anderen, dass die mal ein Kompliment machen oder uns mal sagen, dass sie uns gut finden. Oder man wundert sich manchmal, dass man irgendwie zum ersten Date mit einem Mann oder mit einer Frau unterwegs ist und man denkt so, warum sagt er mir denn nicht mal, dass er mich irgendwie hübsch findet oder gut findet? Ich kann das gar nicht einkategorisieren. Mag er mich jetzt? Mag er mich nicht? Und bei Frauen ist es ja auch so, ne? Manchmal trauen wir uns auch nicht, dem Mann zu sagen, dass wir ihn irgendwie cool finden und denken so, oh, hab ich voll vergessen. Und dann kann er das auch nicht einkategorisieren. Kommt jetzt noch zum zweiten Date oder nicht? Mag die mich jetzt? Mag die mich jetzt nicht? Ja, weil wir uns nicht trauen, das zu kommunizieren. Ich dachte immer, das Eigenlob stinkt. Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt. Ja, das dürfen wir, das Eigenlob stinkt. Das wurde uns auch irgendwann mal eingeredet, ne? Gerade bei uns hier, dass man das nicht irgendwie gut findet, oder dass man das nicht so zeigen soll, ne? Gerade bei uns hier in Deutschland auch und so, ne? Bei den Amerikanern ist das was ganz anderes. Die feiern dich, die celebraten sich und die pushen sich und das ist schon, da dürfen wir uns ein bisschen was abgucken. Ihr Lieben. Bringt euch, also könnt ihr damit erstmal was anfangen? Schreibt doch mal unten in den Stream, ob du damit schon mal was anfangen kannst. Macht das für dich Sinn? Kannst du das nachvollziehen? Dass es wichtig ist, sich selber gut zu fühlen, mit sich selbst einen guten Kontakt zu haben, dass das eine Auswirkung auf das Selbstbewusstsein hat. Also, das Problem ist einfach, wenn wir kein Selbstbewusstsein haben, können wir auch kein Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und dann passiert es halt ganz oft, dass wir nicht selbstbewusst wirken, sondern das Gegenteil davon ist, dass wir dann zum Beispiel bedürftig wirken. Und das ist sowas, das kennst du vielleicht selbst, wenn du einen Mann kennenlernst oder eine Frau kennenlernst und die da so eine Bedürftigkeit ausstrahlt, ne? Das ist unsexy, das mögen wir meistens nicht. Da gehen wir ganz schnell auf Distanz, ne? Wenn jemand von sich selber nicht so besonders viel hält, sich selbst nicht so toll findet, eben das nicht so ausstrahlt, dass er mit sich gut ist. Und deswegen kann das schon ganz hilfreich sein, und sowieso in allen Lebenslagen ist es hilfreich, das Selbstbewusstsein auszubauen. Und das nennt sich dann Persönlichkeitsentwicklung. Man entwickelt seine mentale Persönlichkeit, seinen Charakter, den entwickelt man weiter. Ist ja nicht so, wenn man so auf die Welt kommt, muss man immer so bleiben, ne? Ist ja auch ganz oft so eine Aussage von Leuten, die dann sagen, oh, ich bleibe so, wie ich bin und man muss mich schon so nehmen, wie ich bin. Und damit macht man sich ja selbst das Tor zu, dass man sich auch noch verändern darf. Also, man darf ja mit 20 nochmal anders sein als mit 30 und mit 40 und mit 50 und mit 60 und mit 70 und mit 80. Ja, man muss ja nicht immer gleich sein. Das wäre ja furchtbar, wenn wir uns nicht mehr weiterentwickeln würden. Und wie macht man das? Indem man sich das erstmal bewusst wird, dass es möglich ist und dass es geht, sich weiterentwickeln zu können. Und dass man sich für die Dinge, für die man sich sonst, wo man sich zum Beispiel interessiert oder wo man sagt, ach Mensch, das finde ich irgendwie spannend. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Aktuelles Beispiel. Man kann sich ja in jedem Lebensbereich weiterentwickeln. Man kann sich weiterentwickeln im Thema Gesundheit, im Thema Ernährung, im Thema Partnerschaft, was wir hier miteinander machen, im Thema Finanzen, in jedem Bereich, was du dir vorstellen kannst. Kannst du dich immer weiterentwickeln, mehr Wissen erreichen, andere Ergebnisse in deinem Leben erreichen.
Und du guckst dir einfach das an, in welchen Bereichen du in deinem Leben noch unzufrieden mit dir bist oder sagst, ach oh Mensch, da ist doch noch Potenzial, da geht doch noch was. Und da gibt es dann Experten, da gibt es Bücher, die man lesen kann, Experten, die man ansprechen kann, Coaches, die einen coachen, so wie ich das hier mit euch mache. Da gibt es immer Unterstützung und Hilfe, auch im Erwachsenenalter. Ja? Und in jedem Bereich kann man sich da weiterentwickeln. Und das macht super viel Spaß. Also für alle, die immer ein leeres Geldkonto, Girokonto haben und sagen, ich kann halt einfach nicht mit Geld umgehen. Bei mir geht es morgens am Monatsanfang rein und am Monatsende wieder raus. Dann muss das nicht dein Leben lang so bleiben, sondern dann darfst du dich auch weiterentwickeln. Das über Finanzen lernen, wie man Geld anlegt, wie man Geld vermehrt, wie man die richtigen Möglichkeiten findet, wo man investiert, zu lernen, was ist eine Ausgabe, was ist ein Investment. Ja, man kann sich da traden, ja, Kryptos, mache ich gerade, finde ich ganz spannend. Ja, habe ich auch vorher keine Ahnung gehabt. Vor 3 Wochen habe ich einfach mal angefangen. Leg dich niemals mit der Familie an. Super Brand. Ja, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und dann wirst du merken, dass dein Selbstbewusstsein auch wächst, weil du dich auf einmal in Gebieten auskennst, wo du dich vorher noch gar nicht ausgekannt hast. Wo du auf einmal merkst, boah, da habe ich noch vor einem halben Jahr keine Ahnung von gehabt. Aber jetzt weiß ich schon, was ein Bitcoin ist, was Ethereum ist, was ein NFT ist. Jetzt weiß ich schon, wie man Geld anlegt. Jetzt kann ich schon anderen Tipps dazu geben oder welcher Bereich auch immer, ja. Und das macht dann auch wieder selbstbewusst. Also, und super wichtig, aus der Komfortzone rauszugehen, Markus. Absolut. Und das ist aber auch das Schwierige. Das hatten wir ja letzte Woche beim Thema, wie dein Ego dir beim Dating-Erfolg im Weg steht. Das hatten wir ja letzte Woche, wo es auch darum ging, das Ego, was einem so im Weg steht und uns in der Komfortzone drin lassen möchte, weil es ja gar nicht will, dass sich irgendwas verändert. Deswegen fällt es uns ja oft so schwer, aus der Komfortzone rauszugehen und was neu zu machen. Weil der Geist, der will ja gar nicht, dass da was Neues dazukommt. Genau. Also, auch du darfst dich weiterentwickeln. Es muss nicht so bleiben, wie es jetzt gerade ist, wenn es einen Lebensbereich gibt, in dem du unzufrieden bist. Wenn du sagst, boah, ich habe so viele Kilos zugenommen, ich fühle mich so unwohl in meinem Körper, dann geh zu einem Fitnesscoach, dann geh zu einem Lauch hier, genau, Fitnesstrainer. Informiere dich über Ernährung, frag deine Ärztin, was möglich ist. Fang an, in kleinen Schritten Sport zu machen. Nicht gleich hier das super Training, sondern fang erstmal an, vor die Tür zu gehen und mal ein Stückchen 50 Minuten zu laufen. Ja, also in jedem Lebensbereich kannst du dich da weiterentwickeln. Und deswegen ist auch toll, dass du die Stunde jetzt hier nutzt, in diesem Stream bei mir jetzt hier gerade bist, um dir die Tipps zu holen, wie du eben auch selbstbewusster wirst, auch im Bereich Partnerschaft und Liebe. Und auch in diesem Bereich dich weiterzubilden und deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ja? Und nur weil es bisher immer so war, dass du keine Antwort auf deine Icebreaker bekommen hast oder ignoriert worden bist, heißt das nicht, dass das auch so bleiben muss. So. Musst du gerade mal checken, wegen meinem Datenvolumen hier. Genau. Also, Tipp 1, sich selbst zugestehen, Fehler machen zu dürfen und es nicht als Fehler deklarieren, sondern sagen, hey, es sind Erfahrungen und es sind keine Fehler, sondern eine Erfahrung, wo ich hinterher bewerten kann, würde ich das nochmal so machen oder nicht mehr so machen. Tipp 2, kleine Ziele setzen, um dich nicht selbst zu überfordern und zu frusten, sondern dein Selbstbewusstsein zu stärken, neue Erfahrungen zu sammeln, deswegen in kleinen Schritten vorgehen, ob das beim Partnerinnen kennenlernen ist, ob das beim Daten ist, ob das beim Komplimente machen ist, ob das beim Körpersprache ist, dass ich jemanden einen Blickkontakt schenke oder einfach mal ein Lächeln oder ja, in kleinen Schritten eben vorgehe. Dritter Punkt. Dir selbst ein Kompliment zu machen, damit dir nämlich selbst bewusst wird,
was du an dir magst, was deine schönen Seiten sind, was du gut findest. Und das hilft beim Selbstbewusstsein. So kannst du das auch stärken. Und dich auch gerne um neue Themen kümmern. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein. Tipp Nummer 4. Also Selbstbewusstsein stärken, indem du neue Dinge lernst. Hey Adri, schön, dass du da bist. Genau. Also, wichtiges Thema, gerade beim Flirten und beim Daten und auch im generell im Leben selbstbewusst zu sein. Auch auf der Arbeit mit Arbeitskollegen, beim Freundschaften knüpfen, in jeder Lebenslage ist es wichtig, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Ja, gibt noch einen Unterschied zwischen nicht so gesundem, ja, wenn man auch eine psychische Störung hat und was weiß ich, narzisstisch ist oder ja, es gibt ja verschiedenste, ich bin jetzt keine Psychologin, das wisst ihr, aber es gibt ja die verschiedensten psychologischen Dinge, die uns zwar dann so tun, als ob wir selbstbewusst wären, aber es eigentlich nicht so wirklich sind. Sondern es geht ja um das gesunde Selbstbewusstsein. Genau. Ach, danke, Atri. Abgehoben ist nichts. Ja. Danke, 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 danke. Atri, auch ein selbstbewusster Typ. Manchmal zu hart erarbeitet Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Das wächst ja auch über die Jahre. Je mehr man merkt, was man gut kann, was einem Spaß macht, was einem Freude macht, wo man vielleicht auch Lob von anderen bekommt, wo man eine positive Rückmeldung von Kollegen bekommt, ne, oder Kolleginnen, wo man gute Erfahrungen macht. Das sind ja alles so Booster, die uns dabei unterstützen, selbst zu merken, dass wir grandiose Menschen sind und tolle Menschen und einen tollen Selbstwert dann auch entwickeln. Ne? Wir wollen ja auch immer irgendwie ein Erfolgserlebnis. Ne? Genau. Und für Erfolg muss man auch selber mal sorgen. Deswegen nochmal die kleinen Schritte, um ans Ziel zu kommen, damit du kleine Erfolgsgeschichten hast, kleine Erfolge, die dein Selbstbewusstsein speisen sozusagen. Marc, wie geht man in das Selbstvorstellungsgespräch, um zu überzeugen? Da musst du erstmal von dir selbst überzeugt sein. Wenn du selber sagst, hey, ich bin genau der Richtige für diesen Job. Und ich traue mir das zu. Und vor allen Dingen in einem Bewerbungsgespräch auch zu sagen, nicht nur beim Bewerbungsgespräch übrigens, ihr Lieben, ein erstes Date ist auch eine Art Bewerbungsgespräch, wo ich mich um den wichtigsten Job in meinem Leben bewerbe, nämlich um den Job eines Ehemanns oder einer Ehefrau, weil der vor mir steht oder vor mir sitzt, könnte meine zukünftige Ehefrau oder Ehemann werden. Deswegen ist es eigentlich das wichtigste Bewerbungsgespräch deines Lebens, so ein erstes Date. Und da ist es auch wichtig, dass du von dir überzeugt bist, dass du weißt, wo du stehst. Und dass der andere auch deinen Mehrwert erkennt. Also was bringst du rein, wo der andere natürlich auch sieht, dass er was davon hat. Der Chef will ja auch wissen beim Bewerbungsgespräch, welchen Mehrwert hat er, wenn du da bist. Ne? Was bringst du mit rein? Welche Farbe bringst du mit rein? Und wie kannst du auch Probleme lösen, die der Chef hat? Also daher macht das auf jeden Fall Sinn. Und auch in einem ersten Date. Die Frau zu überzeugen, indem sie sieht, du bist ein richtig toller Fang, weil sie merkt und auch raushört, dass ihr Leben noch schöner wird, wenn sie mit dir zusammen ist. Und das musst du versuchen rüberzubringen. Das musst du versuchen rüberzubringen. Ihr Lieben, für alle, die jetzt gerade ganz neu mit dabei sind, wer ist jetzt gerade in den letzten 5 Minuten reingekommen, letzten 2 Minuten, boah, wir sind schon bei 8000 Leuten, ihr Süßen, wer ist gerade reingesprungen und fragt sich, wer ist die Frau da, was erzählt ihr uns da? Die kenne ich noch gar nicht.
Fesselt das da? Jo. Also für alle, die ganz, ganz neu mit dabei sind, erst nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Julia Mattes. Ich bin jeden Donnerstag hier für dich da. Beantworte deine Fragen zum Flirten, Daten, Verlieben. Ich bringe jede Woche ein spannendes Thema mit. Heute das Thema, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst. Und wenn du mal einen Stream verpasst haben solltest, weil du jetzt ganz, ganz neu mit dabei bist, gar kein Problem, dann schaust du einfach bei YouTube nach. Da gibt es das Suchfeld, da gibt es einfach LaVou und Flirtcoach Julia Mattes ein und da kannst du die Streams nochmal anschauen. Guckst einfach, welches Thema dich interessiert, das Thema Icebreaker vielleicht oder das erste Videodate oder wie du mit Liebeskummer umgehst, was auch immer wir in den letzten Monaten schon hier für tolle Themen hatten, dann schaust du es dir sehr, sehr gerne einfach dort an. Und es macht Sinn, hier oben mal drauf zu klicken, wo das Sternchen ist. Da, wo Amat gerade geklickt hat, genau da darfst du mal draufklicken. Das ist sozusagen, bei LaVou heißt es der Favo. Johann hat es auch gefunden, genau. Und dann darfst du da sehr, sehr gerne mal draufklicken. Dann bekommst du immer von mir Bescheid, wenn es soweit ist, wenn wir hier live sind. Und dann bist du herzlich willkommen, hier mit dabei zu sein und reinzuschauen. Ja, Marco und Jan haben es auch gefunden. Genau, Marco auch. Hier oben, Richard. Dankeschön. Schau mal, die 11.000 haben wir heute geknackt und da dürft ihr gerne draufklicken. Und was bringt euch das? Es bringt euch, wenn ihr draufklickt, dass ihr nicht nur die Ersten seid, die Bescheid wissen, wenn es hier losgeht, sondern denen ich auch sage, um welches Thema es geht. Und in Zukunft, in Kürze, ich darf es ja eigentlich noch gar nicht verraten, ne? Soll ich es verraten? Ich weiß nicht. Wer will was wissen? Wer will eine Überraschung wissen? Ah, wer will eine Überraschung wissen? Au, oh, das sind aber viele. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Okay. Okay. Also, ihr Lieben. Ihr wisst ja, dass ich immer donnerstags ja hier bin. Und euch eure Fragen beantworte. Und euch immer wertvolle Infos gebe und Tipps gebe, die ihr ja immer mitschreibt und dann auch ausprobiert. Und gut. Und ihr wisst ja auch, dass ihr mir wichtig seid und ich gerne will, dass ihr in eurem Datingleben auf Next Level kommt. Ich finde es nämlich nicht so geil, wenn man ewig Single ist. Ja, wichtig ist es auch mal Single zu sein. Wichtige Zeit. Ich kenne das auch, um rauszufinden, was will ich nicht, was gibt es so auf dem Markt, welche Frauen, welche Männer. Wichtig, keine Frage. Aber es soll ja nicht immer so bleiben. Und deswegen habe ich in Tag- und Nacht-Aktion hier, da steht meine Videokamera, die seht ihr jetzt gerade gar nicht so, habe ich euch einen mega, 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 also ihr wisst ja, sonst übertreibe ich nicht so, aber es ist wirklich ein mega geiler Online-Kurs geworden, den ich für euch erstellt habe und den ihr in Kürze von mir erhalten werdet. Als Geschenk von mir an euch. Ist das was? Ist das geil oder ist das geil? Und was bringt euch das? Es bringt euch Antworten auf die Fragen, wie muss ich einen Icebreaker gestalten, damit Frauen das gut finden? Wie kriege ich endlich meine Traumfrau? Wie muss ich mein Profil gestalten, damit das funktioniert? Wie habe ich endlich meine Traumfrau an meiner Seite? Also, ihr Lieben, von Herz zu Herz kommt dieser Online-Kurs. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, ich und mein Team, damit das richtig toll für euch wird und ihr richtig Spaß habt dabei, die Videos euch anzuschauen und da richtig schön was mitnehmen könnt für euch und dass ihr euch da gut aufgehoben fühlt. Und das bekommt ihr. Und für alle die, die jetzt auch ein Favo hinterlassen haben, sind natürlich die Ersten, die Bescheid bekommen. Ist ja klar. Also wenn du auch Bescheid bekommen möchtest, solltest du am besten jetzt ein Favo hinterlassen, damit ich weiß und du in der Liste drin bist und ich dann weiß, okay, dass ich dir Bescheid sagen soll und darf und du das möchtest. Und dann würde ich sagen, steht dem Liebesleben überhaupt nichts mehr im Weg. Freie Fahrt, wie geil. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Danke, Desperada, fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Also, ihr Lieben, wenn es soweit ist, bekommst du Bescheid. Wenn du hier ein Favo hinterlassen hast, bist du der Erste, der Bescheid bekommt.
Und es wird mega. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Aber Eigenlob stimmt ja, ne? Bekanntlich. Also daher muss ich das halt einfach so machen. Also, ihr Süßen. So ist das mit dem, was ich so tags und nachts so für euch mache. Und nebenbei natürlich noch meine Coaching-Klienten, mit denen ich arbeite, und meine tollen Absolventen aus meinem Coaching-Programm, die in Richtung Liebe sind. Also daher, ja. 8 Favos noch, und dann haben wir 11, wollen wir 11.111? Boah, das wäre doch geil, oder? Also, für alle, die noch kein Favo hinterlassen haben, dürft es genau jetzt gerne machen. Vielleicht kriegen wir doch die 11.111. Das ist doch geil. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen, oder? Ich glaube schon. Also, alle hier, da mache ich das richtig. Ist das hier bei euch in dem Bereich? Da ist so das Sternchen, wa? Genau. Ah, Michi hat's gefunden. Michi hat's gefunden. Hier oben, genau. Sehr genau. David hat es auch gefunden. Meine Güte. Benny macht auch nochmal Sterne rein. Genau, wie ein Stern aussieht. Und für alle nochmal. Oh, Woodbridge, ich rede hier zu viel. Du, auf der Seite gibt es so ein Kreuzchen, da kann man draufklicken, dann ist man aus dem Stream draußen. Wie machst du das mit den Favoriten? Guck mal, hier oben rechts, da gibt es da so ein Sternchen, wo man draufklicken kann. Und dann hinterlässt man einen sogenannten Favo. Also das kann man machen. Genau. Ihr Süßen. Atri, bist du auch gleich? Startest du jetzt auch gleich nach mir? Schreib's doch mal kurz unten rein. Heute nicht. Okay, wann bist du wieder da? Mustafa, danke. Hinter dir. Was? Hinter dir? Nee, hinter mir bist du nicht. Das hätte ich schon gemerkt. Wann bist du wieder? Wann bist du wieder? Leute, 11.101. Morgen Abend. Wann denn morgen Abend? Wann morgen Abend, Adrenalin? Gerne, Mustafa. Gerne. Sehr gerne. 21 Uhr. Albanische Uhrzeit, also 21 Uhr 21. Also morgen, ihr dürft gerne alle mal Adrenalin noch favorisieren, der morgen hier wieder Show macht. Gibt es morgen Show oder was ist morgen dran, Atri? Schreib's doch nochmal mit rein. Er ist mittlerweile pünktlich. Okay. Hier dürft ihr nochmal ein Favor hinterlassen. Die 10 kriegen wir noch hin, Leute. Wir haben 11.101. Vielleicht kriegen wir die 10 noch eingedeutscht. Morgenthema, wie erkenne ich, dass er oder sie auch Interesse hat? Ah, auch spannend. Genau, dann könnt ihr morgen mal bei Atri vorbeischauen. Viel Spaß wünsche ich euch da auf jeden Fall schon mal. Und für alle anderen, die sagen, Julia, finde ich cool, was du da so erzählst. Und auch das heute hat mir echt gut gefallen mit dem Selbstbewusstsein. Boah, habe ich mir auch alles mitgeschrieben, finde ich klasse. Und habe da aber nochmal eine konkrete Frage, und die will ich jetzt auch nicht im Stream stellen, sondern die möchte ich dir persönlich stellen und mal gucken, ob du da eine Antwort drauf hast und mir weiterhelfen kannst. Egal in welche Richtung das ist, ob du sagst, keine Ahnung, ich kriege keine Antworten auf meine Icebreaker, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, wie ich so ein Gespräch am Laufen halte, ich bin sowieso ein sehr schüchterner Typ und weiß gar nicht so richtig, wie ich eine Frau auf der Straße ansprechen würde oder über was ich mich unterhalten soll. Und ich würde es gerne ändern. Ich würde gerne, dass sich da was verändert. Ich hätte da gerne mehr Erfolg. Dann darfst du jetzt sehr gerne hier einen Screenshot machen oder direkt auf meine Seite gehen, www.julia-mattes.de. Und dann sehr, sehr gerne oben auf meiner Homepage gibt es einen Button mit kostenfreies Erstgespräch. 100% kostenfrei, versprochen, ganz ehrlich. Und genau, trag einfach dich gerne da ein. Ich rufe dich dann an, du wirst in meinen Kalender weitergeleitet, und wenn du auf meinem Kalender bist, suchst du dir einfach einen Termin aus, der für dich passt und der auch für mich passt, da guckst du, was frei ist. Und dann rufe ich dich an, dann sprechen wir uns miteinander und dann schauen wir mal, wie wir das Problem da lösen können, dass es bei dir auch klappt. Weil jeder Mensch, meine tiefste Überzeugung, hat ein Recht auf Liebe, und für jeden Topf gibt es auch einen Deckel, nur manchmal weiß man einfach nicht, wie man es genau anstellen soll, und da unterstütze ich dich sehr gerne mit dabei.
Also, Michi, da kriegen Sie geholfen. Ganz genau. Nicht versagen, Rüdiger. Absolut. Robert, du hast noch Liebeskummer. Okay. Ja, da hat mir auch schon mal ein Thema drüber gemacht, zum Thema Liebeskummer. Da muss man natürlich auch erstmal drüber hinwegkommen, damit man das Herz auch wieder öffnen kann für jemand Neues, ne? Und das ist es ja. Erstmal das Herz wieder öffnen zu können und dass das erstmal heilt, wenn da noch die Ex-Freundin so drin sitzt, gell? Das kann ich total nachvollziehen. Und da braucht auch jeder unterschiedlich lange Zeit für, um den Liebeskummer zu verdauen, wie es so schön, immer so schön sagt, ne? Also, 6 Monate ist das her, ja. Wie lange wart ihr zusammen, Robert? Wart ihr schon eine Zeit lang zusammen? 4 Jahre, ja. Da dauert das auch einen Moment. Dann gibt ihr die Zeit, die es braucht. Und da wartet aber noch jemand ganz, 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 ganz Tolles auf dich. Das ist so. Das war noch nicht die Richtige. Wolltet heiraten. Ja, oder du wolltest oder ihr wolltet heiraten und dann hat es nicht geklappt. Ja. Und das muss man auch erstmal verarbeiten. Und da kann Coaching auch sehr gut helfen. Also auch da drüber hinwegzukommen, loszulassen und zu sagen, okay, und jetzt darf da wieder was Neues kommen. Aber solange das Herz noch zu ist oder noch besetzt ist mit eurem Ex-Partner oder Ex-Partnerin, wird da nicht niemand Neues in euer Leben kommen können, weil da ja noch alles zu ist. Ne? Und das muss ich dann erstmal wieder ein bisschen öffnen, wieder Vertrauen zu fassen in sich selbst, Vertrauen in die Frauen oder in die Männer, je nachdem, was gewesen ist, was vielleicht auch vorgefallen ist. Ne? Und das ist schon wichtig, das auch zu verarbeiten. Oder die Wut oder die Trauer oder die Enttäuschtheit oder die Gekränktheit, die ja da noch da ist, vielleicht, ne? Was oft bei den Trennungen ja auch ist. Dann ist das schon auch wichtig. Genau. Und bei mir lernt ihr dann und erfahrt ihr dann, wenn der Liebeskummer vorbei ist und ihr euch wieder reinstürzen wollt in das Liebesglück, wie das dann funktionieren kann. Und ich denke, Liebeskummer, das kennen wir alle, das haben wir alle schon mal irgendwie durchlebt, ne? Und wissen aber auch, dass es da weitergeht. Es gibt da auch noch einen, hinterm Horizont geht es weiter, wie es immer so schön, schön heißt. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wo sind meine Moodies? Wo sind meine Moodies? Michael, vielen Dank. Roberto, Atri, danke. Klaus, Franzi, Marc, vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und was, Atri, nicht gehen? Was ist los? Schreibt mir gleich mal. Ich habe nämlich jetzt noch, hab jetzt noch einen Termin. Ich kann jetzt nicht mehr Zeit aufbauen. Tut mir leid. Beim nächsten Mal wieder. Ich muss pünktlich los heute. Ihr Lieben, wir sehen uns. Atri sieht euch morgen. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag, 20:15 Uhr, mit den Fuck-Up-Fragen fürs erste Date. Die gemeinsten, peinlichsten und fiesesten Fragen, die du definitiv nicht beim ersten Date stellen solltest. Und wenn ich traust, die zu beantworten, dann kannst du auch was gewinnen. Und was das sein wird, das erfahrt ihr nächste Woche. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Stärkt euer Selbstbewusstsein. Lasst es euch nicht von jemandem nehmen und schaut euch selbst immer an.